Das sind einige unserer Themen heute. Neues Corona-Testzentrum in Pirmasens am Messe. Fotoausstellung im Forum Alte Post. Neue Werbemittel für Südwestpfalz-Touristik und vieles mehr. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kompakt. Schon seit März leben auch die Menschen in der Südwestpfalz mit dem Coronavirus. Um in Pirmasens und dem Landkreis Tests zu ermöglichen, wurde im Frühjahr ein Testzentrum in Höfröschen errichtet. Im Juni wurde es bei geringeren Fallzahlen wieder außer Betrieb genommen. Mit dem potenziell höheren Infektionsrisiko im Herbst wird nun wieder ein Corona-Testzentrum aktiviert. Das neue Corona-Testzentrum wurde Anfang September vom Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick und Landrätin Dr. Susanne Ganster in der Messehalle Pirmasens gemeinsam mit einigen Helfern vorgestellt. Das sich in der Halle 6D befindende Testzentrum bietet Platz für bis zu 12 Personen gleichzeitig, welche sich auf das Coronavirus testen lassen können. Eine der Helferinnen ist Cornelia Maus. Sie ist eine sogenannte NAPA, gleich nichtärztliche Praxisassistentin im Testzentrum. Das Testzentrum in Höfröschen, das war über Sommer eigentlich ganz gut. Die Begebenheiten dort waren ja relativ gut, aber jetzt kommt der Winter. Da ist es schon schwierig. Leute, die in der Warteschlange stehen, die kann man dann ganz schlecht bei Minusgraden draußen stehen lassen. Und es ist auch hier im ersten OG ist dann diese Infektambulanz und hier im Untergeschoss dieses Testzentrum. Wir können uns gemeinsam in einem Raum umziehen, dann hat man nicht nochmal diese doppelte Geschichte. Und ja, ist von den Örtlichkeiten hier einfach viel besser, auch Parkmöglichkeiten. Und die Leute, die von Pirmasens sind, müssen nicht nach Höheschweiler fahren. Wichtig zu wissen ist, nicht jeder sollte sich nun auf den Weg zum Corona-Testzentrum machen. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, unter denen man sich für einen Test anmelden kann. Es gibt verschiedene Voraussetzungen. Entweder man hat Symptome, dann kann man sich beim Hausarzt anmelden. Der leitet weiter entweder an die Infektambulanz oder ans Testcenter über die Hotline natürlich auch. Oder man ist Reiserückkehrer. Im Moment ist es noch so, dass alle Reiserückkehrer, die den Test umsonst bekommen, wie das dann weitergeht, das steht im Moment ja noch nicht fest. Oder man ist eine Kontaktperson, dann kann man auch über die Hotline sich hier direkt im Testcenter anmelden, beziehungsweise man ist Lehrer, Kindergarten oder im Kindergarten die Kinder, die Schüler, im Moment auch noch alles testbar ohne Kosten, aber das, wie lange das kostenfrei ist, das steht noch nicht fest. Die Ärzte im Zentrum sowie ihre Helfer und Helferinnen nehmen die Tests mit ins Labor und werten die Ergebnisse mit hohem Aufwand direkt nach Testabgabe noch am gleichen Abend aus. Dies nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, weswegen die NAPAs und auch die Ärzte darum bitten, zunächst erst dem Hausarzt einen Besuch abzustatten, bevor man zum Testzentrum kommt. Wird man vom Hausarzt zum Testzentrum geschickt, ist der Ablauf klar geregelt. Der kommt ins Testzentrum, wird empfangen, muss dort unbedingt die Versicherungskarte mitbringen. Ohne die geht gar nichts, weil wir dann keine Personalien hätten. Jeder Test muss personalisiert sein. Dann wird er empfangen, muss einen Fragebogen noch ausfüllen, ob er Symptome hat oder nicht oder warum er getestet wird. Dann geht er an diesem neuen Wartehäuschen hier vorbei. Und dann wird der eigentliche Test durchgeführt. Das ist eine Sache von 2, 3, 4 Sekunden. Und dann kann er wieder gehen. Das neue Corona-Testzentrum in der Messehalle Pirmasens ist jetzt eröffnet und wird zunächst montags, mittwochs und freitags von 18 bis 20 Uhr für Tests geöffnet sein. Wer sich als NAPA und freiwilliger Helfer oder Helferin beteiligen möchte, darf sich gerne beim Gesundheitsamt melden. Jede helfende Hand wird benötigt. Sehr gut. 2018 von der IHK Pfalz als Pilotprojekt eingeführt, nehmen die Städte Pirmasens und Zweibrücken 2020 nun bereits zum dritten Mal gemeinsam an der Aktion Heimat shoppen teil. Mit ihr will man Innenstädte und lokale Händler stärken sowie das Einkaufen vor Ort attraktiv machen. Wie sich das im Corona-Jahr gestaltet, gab es auf einer Pressekonferenz in Pirmasens zu erfahren. Kauf der Häm ist das Motto vom 10. bis 12. September in der Pirmasenser Innenstadt.
Stadtmarketingchef Rolf Schlicher konnte ein facettenreiches Programm für die Aktionstage präsentieren. Unterstützt wird man dabei von der Industrie- und Handelskammer Pfalz, die die Imagekampagne inzwischen deutschlandweit an den Start gebracht hat. Also die Aktionstage rund um das Logo auch, das Heimatshoppen-Logo, soll einfach diese Bedeutung nochmal klar sichtbar machen und zeigen, lieber Konsument, wenn du möchtest, dass du eine attraktive Innenstadt hast mit entsprechendem Angebot, muss man auch vor Ort kaufen und dass diese Händler eben auch wirklich Nachbar sind, auch derjenige sind, der Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze zur Verfügung stellt und einfach für die belebte Innenstadt sorgt, durch die wir gerne flanieren. Und genau dafür soll diese bundesweiten Aktionstage mit dem Gewicht an den zwei Tagen einfach dienen, dass man sagt, an dem Wochenende zeigen wir ganz klar bundesweit, dass das Ganze hier die Aufmerksamkeit erreicht. Diese Aufmerksamkeit wird von einer aufwendigen Werbekampagne mit Aufklebern, Flyern und Postern unterstützt. Erich Weiß, Vorsitzender des Pirmasenser Einzelhandelverbands, sieht in Zeiten von Corona eher eine Zunahme des Bewusstseins für den lokalen Handel. Familienunternehmen mit gutem Service und Beratung seien weitaus besser durch die Krise gekommen als große Ketten. Natürlich wirkt sich die Pandemie auch auf die Aktionstage aus. Corona hat natürlich eine riesen Herausforderung mitgebracht. Wir hatten letztes Jahr sehr viel evaluiert, sehr viele Ideen gesammelt. Es gab ja in Zweibrücken und Pirmasens Modeschauen, es gab tolle Aktionen, es gab Häppchen, es gab Getränke. Das ist natürlich dieses Jahr sehr schwierig möglich. Allerdings wurde von Seiten der Gewerbevereine in Zweibrücken und Pirmasens und auch von Seiten der Händler einiges an Alternativen rausgesucht. Es gibt zum Beispiel eine lange Einkaufsnacht mit Autoausstellung, es gibt Musik in der Fußgängerzone, es gibt verschiedene andere Events. Und ich denke, das ist ein guter Beitrag, um einfach an dem Wochenende auch Leute in die Stadt zu locken. Hängt natürlich auch immer vom Wetter ein bisschen ab. Auch Leerstände in der Innenstadt möchte man bei der Gelegenheit wieder in den Fokus rücken. Wirtschaftsförderer Marc Schlick präsentierte die Pläne des City-Managers unter dem Titel Zwischenräume. So entstehen sogenannte Pop-up-Stores, provisorische Läden, die die Innenstadt während dem Aktionszeitraum attraktiver und abwechslungsreicher machen. Immobilieneigentümer haben dafür ihre Leerstände kostenlos zur Verfügung gestellt. In Zweibrücken findet der Aktionstag ebenfalls am 12. September statt, diesmal unter dem Thema Wohlfühlstadt. Die Aktion Heimat shoppen hat in 70 teilnehmenden Kommunen in Rheinland-Pfalz bereits 500 Händler mit an Bord geholt, um das Bewusstsein für den lokalen Handel vor Ort zu stärken. Tanzen kann eine schöne Sache sein. Und wenn es für einen guten Zweck ist, umso besser. Genau darum dreht sich der jährliche Ball des Pirmasenser Oberbürgermeisters. Tanzen für einen guten Zweck. Spendenthema im letzten Jahr war der Neuanbau des Hospizes, das zum Pirmasenser Diakoniezentrum gehört. Wir waren für Sie bei der Scheckübergabe dabei. Beim OB-Ball 2019 wurden bei einer Spendenaktion 10.000 Euro eingesammelt. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation konnte die Scheckübergabe erst jetzt wahrgenommen werden. Aber am 3. September 2020 war es endlich soweit. Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick übergab den Scheck an Dr. Carsten Henn, dem Vorsitzenden des Fördervereins Hospizhaus Magdalena und Pfarrer in Ruhestand Norbert Becker als Bevollmächtigten des Hospizvorstandes. Ja, einerseits ist der OB-Ball ein gesellschaftliches und kulturelles Ereignis in der Stadt. Es ist immer ein Highlight, bei dem die Stadtgesellschaft zusammenkommt, einen schönen Abend miteinander verbringt und vor allen Dingen auch tanzt. Es ist ja eine Tanzveranstaltung, bei der die Leute dann auch aus den Vereinen und aus den Tanzkursen zum Tanzen zusammenkommen. Aber gleichzeitig verfolgen wir mit dem Ball des Oberbürgermeisters auch einen guten Zweck, denn der Erlös von der Veranstaltung kommt jedes Jahr einem guten Zweck zu. Und so war das auch beim letzten OB-Ball im Jahr 2019. Die Spendengelder gingen diesmal an das Hospizhaus Magdalena im Diakoniezentrum Pirmasens. Hier wird unheilbar kranken Menschen geholfen, würdevoll aus dem Leben zu scheiden. Die Betroffenen und Angehörigen werden somit in der letzten Phase des Lebens ganzheitlich betreut. Das ist ein Thema, das wir oft gar nicht so im Kopf haben, aber das ganz viele Menschen bewegt, wenn liebe Familienangehörige sterbenskrank sind. Und da ist es wichtig, dass es hier auch Menschen gibt, die sich professionell darum kümmern. Wir haben in Pirmasens bisher nur 6 Plätze und jetzt mit dem Neubau wird die Zahl auf 12 in entsprechend zeitgemäßen Räumen angehoben. Eine tolle Sache. Ganz wichtig auch, dass man an die Menschen auch denkt,
die jetzt am Ende ihres Lebens angekommen sind. Dieses Jahr findet aufgrund der Pandemie der OB-Ball nicht mehr statt. Aber Fans des Tanzes brauchen nicht enttäuscht zu sein. Man plane, den Ball in das Frühjahr 2020 zu verschieben. Zur Feier der seit 30 Jahren bestehenden Deutschen Wiedervereinigung gibt es im Forum Alte Post in Pirmasens nun eine Ausstellung zu sehen, die sich mit diesem Thema befasst. Wie dieses Ereignis das Leben der Menschen prägte und welche Auswirkungen und Spuren sich heute noch im Zusammenleben finden lassen, lässt sich gut auf den hier ausgestellten Fotografien erkennen. Zum Start der Ausstellung haben wir für Sie einen Blick darauf geworfen. In der Alten Post in Pirmasens findet ab der ersten Septemberwoche eine neue Ausstellung statt. 9 Künstler des Fotografenkollektivs Ostkreuz-Agentur zeigen über mehrere Ausstellungsräume verteilt verschiedene Fotoserien zum Thema 30 Jahre Deutsche Einheit. Im Vordergrund steht dabei das Leben der Menschen in Ost und West. Bilder, deren Motiv vielleicht auf den ersten Blick wie die Abbildung ganz normaler Alltagstätigkeiten scheint, lassen auf den zweiten Blick die Erschütterungen und Einschnitte sowie die bis heute andauernden Einflüsse der Wiedervereinigung auf politischer, gesellschaftlicher und individueller Ebene durchblicken. Der Kontakt zu dem Fotografenkollektiv aus Berlin entstand über ein ganz bestimmtes Bild, wie Fotografin Stefanie Steinkopf erklärte, deren Fotoserie Manhattan, Straße der Jugend ebenfalls hier zu sehen ist. Es begann damit, dass die Arbeit Kleinstädte von Ute und Werner Mahler gesehen wurde und dass man im Austausch darüber stand. Das wusste ich so auch nicht. Und dann hat Frau Veit, denke ich, als Leiterin des Hauses der Alten Post Kontakt mit uns, der Agentur, aufgenommen und die Idee einer Gruppenausstellung hier ins Spiel gebracht und mit unserem Büro. Wir haben jetzt auch einen Kulturverein seit einigen Jahren, der sich eben genau um Ausstellungen und Konzeptionen auch kümmert. Und so ist es dann halt entstanden. Und natürlich war Thema 30 Jahre Deutsche Einheit und Ostkreuz mit der deutsch-deutschen Vergangenheit und auch mit dem Kollektiv ist da natürlich sehr repräsentativ, weil die Wirklichkeiten oder die Arbeiten, die gezeigt werden, natürlich auch die deutsch-deutsche Geschichte bis heute gut zeigen. Obwohl die Ausstellung aus vielen verschiedenen Arbeiten verschiedener Künstler besteht, zieht sich doch ein Muster, ein gewisser Unterton, durch die unterschiedlichen Werke. Und es ist so, dass wir 22 Fotografen alle im Dokumentarfotografen sind, alle haben eine sehr andere Herangehensweise an die Fotografie, aber dennoch nehmen sich alle die Wirklichkeit, die uns umgibt, als Ausgangspunkt, um von da aus eben seine eigene Arbeit zu realisieren. Und wir sind natürlich alle auch in Deutschland vertreten. Das ist jetzt natürlich eine Agentur, die eine deutsch-deutsche Geschichte hat, weil eben auch in der Nachwendezeit und bis heute neue Mitglieder aufgenommen werden. Und durchaus, wir haben ja Mila Teschejowa, gebürtige Ukrainerin, es gibt auch eben deutsch-russische familiäre Wurzeln oder deutsch-norwegisch, also es ist schon eine bunte Mischung an Leuten, ja. Zwar seien alle ausgestellten Fotografien sehenswert, besonders spannend und gleichermaßen wichtig sei allerdings eine Arbeit von Werner Mahler mit dem Titel Die Abiturienten. Die finde ich halt wirklich toll, weil man, das ist eine konzeptuelle Arbeit, die, also ne, man hat ein Porträt, hat irgendwie wirklich 1977, 78 angefangen, eine Schulklasse zu porträtieren und bis heute in Abständen von 5 Jahren, man sieht auch die Veränderung der Menschen, man kann vielleicht, also man hat auch eine Interpretationsfläche, was könnte passiert sein oder wie verändern sich Menschen und dann gibt es ja Lücken, es ist also im Raster gezeigt und dann gibt es Lücken und diese Lücken, worauf verweisen sie, auf eine Wendezeit, was ist passiert, dass die Menschen sich nicht haben fotografieren lassen wollen, die finde ich wirklich ganz, ganz toll. Die Ausstellung läuft noch vom 9. September bis zum 25. Oktober. Führungen finden donnerstags bis sonntags immer ab 15 Uhr statt. Da nur eine begrenzte Zahl an Leuten gleichzeitig in die Ausstellungsräume darf,
wird darum gebeten, den Besuch einer Gruppe, wie etwa einer Schulklasse, frühzeitig anzumelden, damit die Führungen gestaffelt stattfinden können. Anfang September wurden die neuen Werbemittel der Südwestpfalz-Touristik vorgestellt. Zur Präsentation trafen sich Landrätin Dr. Susanne Ganster, Isabel Uhrig als Geschäftsführerin der Südwestpfalz-Touristik und Markus Appelmann von der Agentur Inmedia auf der Horbacher Mühle. Auf der Horbacher Mühle gibt es Alpakas zu sehen. Dies ist eines der vielen Touristikziele in der Südwestpfalz. Um solche Ausflugsideen festzuhalten, entwickelt die Südwestpfalz-Touristik e.V. zwei neue Werbemittel, die Sie hier vorstellen. Es handelt sich um ein neues Touristikmagazin und eine neue Kindererlebnisbroschüre. Die beiden Produkte sind beide Produkte der Südwestpfalz-Touristik e.V. Das ist ein Verein, der sich durch Mitglieder zusammensetzt, die einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Da ist der Landkreis und alle Verbandsgemeinden Mitglied, aber auch Leistungsträger wie Hoteliers oder Ferienwohnungsbesitzer und Ähnliches dürfen Mitglied werden, zahlen eben einen Beitrag und daraus werden eben verschiedene Marketingmaßnahmen gemacht und das ist eine davon. Also Broschüren sind ein Teil unserer Arbeit, die eben sich daraus finanzieren. Das Südwestpfalz-Magazin soll eine Inspiration sein, sowohl für die Touristen als auch für die Bürger vor Ort. Durch Bildergalerien soll ein positiver Eindruck erzeugt werden. Auf einer Vielzahl von Wanderwegen in der Südwestpfalz kann man gut wandern gehen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit Tieren zu wandern, wie zum Beispiel mit den Alpakas. Durch die Vielzahl von Ausflugszielen gibt es eigentlich für jeden was Neues zu entdecken. Für die Kleinen wurde neben dem Touristikmagazin speziell eine Kindererlebnisbroschüre erstellt. Familien mit Kindern bekommen dadurch neue Ideen für Familienausflüge in der Südwestpfalz. Ziele können in der Natur liegen. Man kann Tiere besuchen, zum Entdecken werden Museen aufgelistet, es gibt Badeziele und vieles mehr. In einer neuen Kategorie findet man zum Beispiel auch Ideen für Kindergeburtstage. Die Broschüren, die gibt es in allen Auslagestellen, wo es Touristinfos gibt. Also alle Touristinfos im Landkreis Südwestpfalz so, und die beiden Städte Zweibrücken und Pirmasens. Dazu gibt es auch Auslagen tatsächlich vom Magazin im Kakteenland. Und es gibt auch in der Schuhmeile in Hauenstein auch verschiedene Anbieter, die da das Magazin auslegen möchten. Das Touristikmagazin und die Kindererlebnisbroschüre ist nicht nur was für den Tourist, sondern auch für den Bürger vor Ort. Denn durch die Vielzahl der Angebote gibt es für jeden was Neues zu entdecken. Der Förderkreis der Goetheschule Kontwig organisiert mit einem Jahresbeitrag zusammen mit dem Elternbeirat beispielsweise die Verpflegung beim Tag der offenen Tür, bei Schulfesten, Bundesjugendspielen und der Einschulung der 5. Klassen. Darüber hinaus leistet man sich immer wieder Anschaffungen für die Schule. So geschehen auch wieder in diesem September. Am Montag, den 7. September, übergab Martin Haubenthal vom Förderverein der IGS Kontwig offiziell zwei Außenspielgeräte an die Schule. Landrätin Dr. Susanne Ganster und Schulleiter Thomas Höchst konnten ein Mensch ärgere dich nicht und einen Fußballtisch entgegennehmen. Der Förderverein der IGS finanziert sich durch verschiedene Töpfe. Erstmal über die Beiträge. Wir haben einen Jahresbeitrag von 12 Euro für die Mitglieder, natürlich von Spenden. Und dieses Jahr war es halt schlecht, aber so die ein oder andere Schulveranstaltung, also wie Tag der offenen Tür oder die Einschulung, unterstützt der Förderverein. Und was dann dort letztendlich beim Verkauf übrig bleibt, kommt dann dem Förderverein zugute und somit auch wieder den Kindern, wenn es um Anschaffungen geht. Beide Außenspielgeräte stehen auf dem Schulhofgelände ab sofort zur Verfügung. Sowohl die Schüler der IGS Kontwig als auch andere Nutzer aus der Gegend dürfen die Spielgeräte benutzen. Außerdem geplant ist noch eine Tischtennisplatte und mehr. Ich habe die Schüler und die Lehrer da gefragt. Also es wird eine Tischtennisplatte definitiv kommen. Das ist geplant für 2021. Und wir sind jetzt dabei, uns auch, weil wir ja eine digitale Schule sind, zu arrangieren. Der Schulträger ist nicht in der Lage, Hardware zu besorgen, für die Schüler auszustatten. Das heißt, auch hier wird der Förderkreis wieder Hardware beschaffen in Form von Tablets, all das, was gebraucht wird, um vielleicht auch im Homeschooling, dort wo keiner vorhanden ist, Kinder auszuleihen. Also hier engagiert sich nächstes Jahr der Förderverein, insbesondere neue Medien, digitale Medien. Ja.
Der Schulleiter und viele Schüler der IGS Kontwisch freuen sich auf die nächsten Projekte für die Schule. Die Mitglieder des Fördervereins setzen sich aus Eltern und Lehrern der IGS Kontwisch zusammen. Ziel des Förderkreises ist es, die Goethe-Schule Kontwisch zu unterstützen. Das war's mit Kompakt für diese Woche. Wenn Sie mögen, sehen wir uns das nächste Mal zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.